Heute möchte ich euch zeigen, wie man Deutschlands vielleicht einfachstes Igelhaus bauen kann. Vorher zeige ich euch aber einmal, was man so alles inzwischen im Handel kaufen kann. Denn der Verkauf von Igelhäusern ist inzwischen ein echtes Geschäft. Das hier ist sozusagen das Luxusmodell hier. Das habe ich für 80 Euro bei eBay gekauft. Es muss aber auch nicht so kompliziert sein. Es gibt also auch günstigere Modelle. Vom Aufbau her sind sie alle ähnlich. Sie haben einen Eingang, eine Vorkammer, ein Dach, das man abnehmen oder aufklappen kann. Und eine große Schlafkammer natürlich. Und das kann man natürlich ganz leicht auch selber bauen. Und zwar, deshalb ist es das schnellste Igelhaus Deutschlands aus nur zwei Brettern. Das eine ist 1,60 Meter mal 30 cm, kriegt man im Baumarkt ganz normales Fichtenholz, unbehandelt, auf keinen Fall streichen. Und das zweite Brett ist auch aus dem Baumarkt, auch Fichtenholz, 60 mal 50. Daraus bauen wir später das Dach. Das kommt jetzt erstmal zur Seite. Außerdem brauchen wir ein Stück Folie. Das muss nicht so eine durchsichtige PVC-Folie wie diese hier sein. Es kann auch einfach ein alter Müllsack sein. Zusätzlich brauchen wir 10 Schrauben. Das sind 40 mm Schrauben in unserem Fall. Edelstahlschrauben, damit die eben nicht rosten, wenn unser Igelhaus jetzt mehrere Jahre draußen in der Natur steht. Und 4 kürzere Schrauben, 25er, die dafür da sind, später so zwei kleine Leisten unter dem Dach zu befestigen. Und dann geht es auch schon los. Das Einfache an dem Prinzip ist ja, dass wir nur ein einziges Brett haben und das wird einfach nur an den Stellen, die ich hier angezeichnet habe, abgelenkt. Das heißt, wir schneiden nirgendwo jetzt oben oder unten noch was ab, sondern es wird einfach nur ein Brett in Teile geschnitten und daraus bauen wir das Igelhaus. Das hintere Brett des Hauses ist 40 cm lang, die beiden Seiten sind 30 cm lang. Die vordere Seite ist natürlich auch 40 cm lang und hier kommt eine nur 10 mal 10 cm große Tür rein. Das ist auch das einzige Teil, was wir hinterher wegwerfen von dem ganzen Brett. Die Trennwand, die die Vorkammer von der Schlafkammer trennt, ist 15 cm lang und aus dem Rest machen wir zwei kleine Leisten, die hinterher unter das Dach geschraubt werden. Und dann geht es auch schon los. Im Endeffekt müssen wir jetzt also nur das Brett in Teile schneiden. Das jetzt nicht die ganze Zeit angucken müsst, habe ich da mal was vorbereitet. Wenn alles richtig gelaufen ist, habt ihr so einen kleinen Stapel Bretter hinterher, den man jetzt sortieren kann. Hier sind die beiden Leisten, die unter das Dach kommen. Die legen wir erstmal zur Seite. Und das ist die vordere Seite. Und ganz oft werde ich gefragt, warum ist denn das Loch für den Igel nur so klein? 10 mal 10 cm. Wir müssen uns vorstellen, Igel ist ja ausgewachsen, wenn es ein richtiger Klotz ist, ungefähr so groß. Aber die Igel mögen das total, wenn der Eingang eben klein ist. Dann fühlen sie sich sicher, wenn sie da reingehen. Sonst haben sie das Gefühl, es ist viel zu gefährlich, weil ein Feind hinterherkommen würde. Das heißt, die brauchen das Gefühl, sich reinquetschen zu müssen. Nur dann fühlen sie sich sicher und beziehen das Haus auch hinterher. So, und jetzt fangen wir an, dass wir an die Rückseite, hier haben wir hier, die beiden Seitenteile anschrauben. Ich habe die Löcher für die Edelstahlschrauben hier vorgebohrt in den Seitenwänden, damit das Holz beim Einschrauben nicht splittert. Insgesamt benötigen wir 8 Bohrungen, also 4 in jeder Seitenwand. So, mit nur 4 Schrauben haben wir schon die Seitenteile mit dem hinteren Teil verbunden. Und dann kommt unser Vorderteil dazwischen. Hier auf jeden Fall aufpassen, müssen auf der Seite natürlich die Schraube nicht unten rein, sondern hier oben in das Teil, damit man nicht in den Eingang bohrt. Ihr seht schon, das Prinzip ist maximal simpel. Ich habe für den gesamten Aufbau am Ende keine 10 Minuten gebraucht. So, und damit würde die Grundform unseres Igelhauses auch schon stehen. Jetzt fehlt nur noch diese kleine Trennwand. Die wird hier direkt neben dem Eingang von innen montiert, sodass hier ungefähr 12 cm Platz sind und hier hinten auch nur 10. Dass der Igel also hier reingeht und um die Ecke muss, um in seinen Schlafplatz zu kommen. Warum braucht ein Igel das? Das hat tatsächlich auch wieder was mit dem Sicherheitsgefühl zu tun. Ihr müsst euch vorstellen, die Igel verbringen da drin ja 5 oder 6 Monate, also das fast das halbe Jahr, verbringen sie da drin schlafend und dann möchten sie natürlich absolut sicher sein, dass da kein Feind dran kommt. Und
Dieses Brettchen sorgt dafür, dass zum Beispiel eine Katze hier nicht reintatzeln kann, um an den Igel zu kommen. Und deswegen führt das dazu, dass solche Häuser, die so eine Trennwand haben, bei Igeln wesentlich beliebter sind als welche ohne. Und das Ganze sieht dann fertig so aus. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was hier in den Schlafbereich, sozusagen ins Schlafzimmer der Igel kommt. Da wird immer alles Mögliche erzählt. Das Beste ist tatsächlich, sich bei der Natur abzugucken und einfach Laub reinzumachen, so wie ich es hier in diesem Haus hier mal vorbereitet habe. Aber letztendlich, auch wenn ihr gar nichts reinmacht, keine Sorge, die Igel bringen da schon das rein, was ihnen gefällt. Ich habe sogar schon erlebt, dass ich hier ein Igelhaus präpariert habe und der Igel ist reingegangen, hat erstmal alles rausgeräumt, was ich reingelegt habe, um seine eigenen Sachen da reinzubringen. Als nächstes machen wir uns jetzt an das Dach. Das muss, deswegen ist es eine größere Platte, einen Überstand haben, damit das Wasser hier nicht einfach in das Haus reinlaufen kann. Denn Trockenheit ist neben Sicherheit das zweite große Kriterium, nach dem Igel aussuchen. Und deswegen habe ich auch mal wieder vorbereitet, hier schon eine Plane drauf getackert, die dafür sorgt, dass hier kein Wasser durchgehen kann. Wichtig bei dieser Folie ist, dass sie hier so ein bisschen runterhängt. Ganz viele Menschen, habe ich gesehen, tackern das, damit es schöner aussieht, von unten am Brett fest. Das hat aber den Nachteil, dass wenn hier Wasser runterläuft, dass es sich hier entlang saugt und dann in die Wände des Igelhauses einzieht. Und das ist natürlich schlecht. Damit das Dach jetzt nicht einfach bei jedem Sturm wegfliegen kann, machen wir von unten unsere zwei Leisten dran, die beim Sägen des Brettes übrig geblieben sind. Da kommen jetzt die kürzeren Schrauben rein und die werden jetzt so montiert, dass wenn man das Dach wieder umdreht, hier das Brett ist von der Seitenwand, sodass ich das ganze Dach so ein bisschen darin einklemme. Das reicht schon, damit es bei einem Sturm nicht wegfliegt. Ein bisschen ausnahmsweise ein bisschen sauber arbeiten hier, dass man auch an der richtigen Stelle montiert. Ja. So, und damit ist unser Igelhaus auch schon fast fertig. Das reicht schon, der Deckel kann nicht mehr abheben. Wir sind aber tatsächlich nur fast fertig. Denn wenn man dieses Igelhaus jetzt einfach irgendwo hinstellt, kann es zwar sein, dass ein Igel vorübergehend einzieht, den Winterschlaf wird er darin aber nicht verbringen. Er ist nämlich klug genug zu wissen, dass so ein Gerät relativ schnell durchfrieren kann. Deswegen platzieren wir das am besten unter einem Reisighaufen, also aus Ästen, Zweigen und Laub bestehend. Das schichten wir hier drüber, ungefähr so 50 cm hoch, so, dass der Igel auch merkt, dass da drunter ein ganz tolles Versteck ist. Also an dieser Stelle ein bisschen Platz lassen, dass er da mal einmal schnüffeln gehen kann und es rausfinden kann. Und dann hat man wirklich einen perfekten Platz. Und die Chance, dass ein Igel dann diese lange Zeit im Winter überlebt, ist ganz schön groß. Das Ganze sieht dann, wenn es fertig ist, ungefähr so aus. Und dort kann der Igel jetzt wunderbar seinen Winterschlaf verbringen. Und es ist wirklich ein Wunder der Natur, dass er das überlebt. 5 oder 6 Monate wird er hier schlafen. Und sein Herz wird nur 8 Mal pro Minute schlagen, statt normalerweise 200 Mal. Der beste Platz, um so ein Igelhaus und eine Igelburg sozusagen zu bauen, wo er also überwintern kann, ist übrigens eine leicht erhöhte Stelle, wo es besonders trocken ist. Wenn ihr einen sehr feuchten Garten habt, kann ich euch nur empfehlen, eine kleine Drainageschicht darunter anzulegen, also zum Beispiel ein bisschen Kies auszustreuen, damit das Wasser wegkommt. Wie gesagt, die beiden Hauptkriterien, nach denen ein Igel sein Winterquartier aussucht, sind Sicherheit und Trockenheit. Und dann viel Spaß beim Nachbauen. Ihr helft den Igeln wirklich sehr damit.